Tryhard Plus. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einer Episode Road to Black Ops 4, beziehungsweise eventuell der ersten Episode. Mal schauen, ob ich eine Serie draus mache. Bevor es jetzt direkt mit dem Gameplay losgeht, wir spielen natürlich hier live Black Ops 3, Leute. Bevor es losgeht, würde ich sagen, erkläre ich mal ganz kurz, was ich mal vor 3 oder 4 Jahren gemacht habe. Und zwar habe ich damals Road to Ghosts gemacht. Das war noch so zu der Zeit, wo ich dachte, dass Ghosts absolut mein Jahr wird und alles zerreißen wird, beziehungsweise dann war es ja dann doch anders. Wow, wir spielen Fraktur, Digga. Hätte ich mal doch auf Abschluss bestätigt gedrückt. Na egal, Leute. Auf jeden Fall, wir zocken jetzt. Und ich habe damals bei Road to Ghost immer MW3 gezeigt, weil ich dachte, das nächste wird eher so ein bisschen wie in ein Infinity Ward COD, also weil es auf ein Infinity Ward war damals. Deswegen dachte ich, es wird so ähnlich werden wie MW3 und habe dann halt MW3 gemacht. Und da man ja jetzt BO4 schon gesehen hat, dass es Black Ops 3 doch sehr, sehr ähnlich sieht, habe ich mir gedacht, Black Ops 3 ist natürlich dafür perfekt. So, und ich bin jetzt mal gespannt, Leute, ob das jetzt wirklich eine Serie wird oder nicht, die gut ankommen wird bei euch. Das schaue ich mir dann einfach mal an. Und ja, also wir zocken jetzt quasi und ich versuche so ein bisschen, mich auf BO4 einzustellen. Boah, ich hoffe so, dass die Beta nicht so lange dauert. Ich hoffe, dass die jetzt schon so, ja okay, aber als ob sie, die wird doch niemals vor der Gamescom kommen, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die vor August schon kommt. Dann ist es aber eigentlich komisch, weil die letzte Beta kam Ende August. Das war ja so, die Leute sind dann sogar von der Gamescom früher abgereist teilweise, um die Beta halt zu spielen. Und ich ja auch eventuell. Ja gut, das habe ich aber. Und deswegen, Leute, bin ich jetzt mal gespannt, wann die Beta kommt, weil sie wird sowieso kommen, wurde ja jetzt auch schon angesagt und ich habe mega Bock drauf. Und ich habe jetzt echt gut den Ladescreen weggelabert. So, wir zocken jetzt mal so ein ganz entspanntes Ründchen dieses Game hier, Leute, mit Infraktur sogar, okay. Oh Gott, Leute, wenn ich mir vorstelle, dieses Sliden ist wieder zurück, das finde ich halt so nice irgendwie. Ich habe ja gestern so ein Video dazu hochgeladen über diese gesamten Gerüchte etc. Das heißt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann checkt auf jeden Fall mal ab, Leute. Und ich denke mal, ich werde jetzt einfach für BO4 Sachen, ich bin jetzt ja nie so ein News-YouTuber geworden, aber Sachen, die mich sehr interessiert haben zum Beispiel, habe ich ja immer schon erzählt, wenn da was Neues drüber kam. Deswegen bin ich mal gespannt, Leute. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob mir da Sachen einfallen, hin und wieder mal oder auffallen, über die ich mal reden kann. Sorry, dass das Aim jetzt wahrscheinlich nicht so absolut perfekt sein wird, Leute. Ich muss mal ein bisschen klarkommen erst. Jetzt ist die Situation, wo du beide angeschossen hast, aber nicht beide kriegen wirst, ja. Also Leute, lasst mich heute ein bisschen einspielen. Das ist jetzt meine erste Runde, seit BO4 angekündigt wurde. Das Video vor 2 Tagen war vorproduziert. Das ist jetzt aber quasi up to date hier. Kannst du jetzt bitte mal challengen? Ja, was ist das? Nein, 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 nein. Ach so, ach, beide haben überlebt. Das ist auch, das habe ich auch noch nie so gesehen. Aber krass, gönne ich den Jungs auf jeden Fall. Und, naja, Leute, also ich würde sagen, so ein Road to BO4-Ding, das wird auf jeden Fall geil, weil BO4 auch einfach Vorfreude auslöst. Vorfreude ist ja was sehr Menschliches. Ja, ich schieße die ganze Zeit Leute an, aber finishe sie nicht. Jetzt habe ich den einen Wesen noch mitgenommen. Aber Nuketown könnt ihr eh nicht damit rechnen, dass ich jetzt hier wenig Tode habe am Ende. Deswegen einfach genießen, einfach mein Gelaber zuhören und ja. Keine Jetpacks mehr wird natürlich schon eine kleine Veränderung sein, Leute, sind wir mal ehrlich. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das dann trotzdem mit BO3-Grafik quasi zocken lässt. Das ist ja sozusagen die große Frage. Denn dass es so sein wird, ist ja jetzt schon, dass es so aussieht wie BO3 etc., das ist ja jetzt quasi schon klar. Boah, gucken, ob COD nochmal so einen richtigen Hype bekommen kann, Alter. Was Fortnite dieses Jahr gemacht hat, hätte ich mir als COD-YouTuber ja die ganzen Jahre lang gewünscht, Leute. Das hätte ich ja gemordet, Leute. Das wäre so geil gewesen, wenn mal irgendein COD... Ich überlege mal, seit ich COD-YouTuber bin, gab es nie so diesen Überhype mehr. Dass einfach nur das Spiel entscheidet sozusagen, wie gut die Videos ankommen etc. Weil immer nur ich als YouTuber es entschieden habe. Aber Fortnite konnten ja teilweise Leute, keine Ahnung, wie Klicks machen, die so voll ununterhaltsam sind. Einfach nur, weil das Spiel so gehypt war. Und das hatte ich nie in meiner aktiven YouTube-Karriere, dass das Spiel mich mal gesortet hat. Ich musste mir immer alles ausdenken. BO2 bin ich ja noch eingestiegen, da war ich ja noch ein kleiner Fisch, da hat der Hype eh nichts gebracht. Komm mal her. Okay. Also ich habe schon mal schlechtere erste Runden an einem Tag gespielt auf jeden Fall, vor allem auf Nuketown. Klar ist der Score jetzt nicht so geil, aber das war mir sowieso klar. Den will ich unbedingt mit der AK5 holen, warum auch immer. Okay. Na komm, bitte spawn hier. Ja, Digga, komm her, Digga. Noch jemand hier gespawnt? Ja, hier werden noch... Ah, das war's schon, okay. Ja, 41-11 ist mal eine ganz entspannte Einspielrunde, eine schöne 4er-KD, beziehungsweise etwas unter 4er-KD. Beschäftigen wir uns doch mal über das Thema Specialist, diese Runde. Denn ihr seht schon, alleine wenn ich diesen Ladescreen sehe, bin ich glücklich. Ich sehe, wer was eingepackt hat, das ist mega farbenfroh. Du denkst dir jetzt so, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht von Pro Gyropter angezündet. Oder hoffentlich hat zum Beispiel, was mir jetzt direkt der Tempest von diesem
Aidinovic oder wie er heißt, sagt es so, denkt, oh Gott, bitte, dass die nicht gut sind, weil wenn jemand im Tempest gut ist, Leute, ekelhaft. Die zerreißen einen teilweise richtig in der Luft. Und deswegen denke ich immer so, Leute, ganz ehrlich, ich habe auch deswegen auch die Nuketown Only Playlist heute gewählt, weil lieber, also wenn Nuketown nicht wiederkommt, dann bin ich nicht mehr der Weihnachtsmann, Leute. Und der bin ich, das wisst ihr auch ganz genau. So, jetzt packen wir die XMC mal eine Runde aus hier. Wobei, nein, wisst ihr was, Leute, das geht nicht. PPSH und let's go. Und Uplink ist ein Modus, der wird voll unterschätzt, der macht richtig Spaß. Ich werde wahrscheinlich diese Runde zwar sehr oft sterben, aber wird trotzdem Hauptsache Spaß machen, so das Wichtigste. Den nehmen wir erstmal mit hier, Digga. Das war's wieder komplett. Und ja, Leute, also dann schauen wir doch mal, wie das jetzt so läuft, diese Runde. Und Thema Specialist, ich habe mir jetzt extra den Reiniger eingepackt, weil ich habe mega, mega Bock. Die Try hat schon etwas mehr hier. Ja, komm doch hier, Digga. Ah, gut gespielt von ihm. Ich habe mega, mega Bock, jetzt mal zu schauen. Okay, Leute, das wird richtig eklig, Digga. Wahrscheinlich werde ich jetzt gespawntrapped. Ich habe Bock, den Reiniger auszupacken, Leute. Auf den habe ich richtig, richtig Lust. Was? Wow, Digga. PPSH ist ja voll bad geworden. Okay, Leute, ich muss jetzt schnell, egal was passiert, eigentlich gar keine Kills machen. Ja, das ist das Problem, Leute. Ich muss jetzt rüber. Genau hier muss ich hin. Okay. Jetzt sind wir aber hier gespawnt. Wow, Digga, das ist ja voll der Joke. Jetzt Kartenslide und gib ihm. Okay. So, Leute. Ich will nicht den Ball. Okay, Hater. Jetzt ist mein Specialist weg. Ich glaub's nicht. Wie geht das? Ich will ihn jetzt wieder haben. Gib mir jetzt mein Specialist wieder oder ich raste hier aus, Digga. Alter, das ist aber ganz schön unfreundlich, finde ich. Ich will jetzt meinen Specialist haben. So, jetzt bin ich kurz davor. Lächerlich, dass das eben weg war, Leute. Muss man sich ja ehrlich darüber beschweren. Das geht ja eigentlich gar nicht. War klar. Unnachgiebig, Leute. What? What the fuck? Ich hab unnachgiebig. Der Typ ist. Nein, Digga, die wussten, dass ich hier bin. Hä? Wie das denn? Krass, Digga. Hätte ich jetzt noch die Nuklear gemacht, Digga, da hätte ich mich ja voll abgefeiert. Digga, was soll ich machen? Er schießt auch nur auf mich, ne? Er ist im Headglitch und schießt nur auf mich? Nein. Oh, ich hab's überlebt, obwohl ich Kletterbug hatte. Okay, Leute, das war's komplett. Oh, hab ich noch. Noch einer hier. Hab ich auch. Okay, nice. Boah, wow, jetzt blockt die Runde doch nochmal übelst. Ah, bist du tot? Nein, bist du nicht. Hör auf, Schluss. Er war so weak. Okay, das war's komplett, oder? Wenn ich ihn hole, Leute. Oh, es wäre so Killer gewesen. Schade. Aber noch einmal Reiniger. Und es hat gerade schon Bock gemacht. Einfach nur da. Ui. Gerade nur einfach nur reinzuhalten, Leute. Komm schon. Nein. Wie ich gespawnt wurde. Okay, jetzt reicht's. Schluss. Wo bist du? Ja, alles klar. Backt hier alles rum, oder? Schluss. Wo bist du? Ah, er ist. Nein, Leute. Er ist so einer. Ich kann nicht mehr. Er ist so ein Links-Rechts-Spawn-Dingens-Typ. Man, er denkt auch, er kann jetzt mal Cell Scorpion einfach spawn-trappen, so. Den er seit 2013 guckt er schon die Videos und jetzt will er hier großartig spawn-trappen. So, jetzt kann man hier mal ein bisschen den BO3-Modus auspacken. Hin und wieder mal links-rechts checken. Oben ist einer. Ah, hier ist auch einer. Ja, okay. Aber komm, ein Reiniger noch, Leute. Einmal noch rein in die Olga. Einmal noch rein in die Olga, Freunde. Na, das brauchst du gar nicht versuchen, Digga. Also da bin ich ein bisschen zu ausgeschlafen für, ne? Aber jetzt haben wir den Reiniger, jetzt müssen wir noch einmal rüberkommen. Weil sonst bockt es gar nicht. Die Teammates arbeiten sich jetzt vor, da müssen wir jetzt mit. Na, bitte. Die Sense aber mal einpacken jetzt. Nee, das werde ich leider nicht überleben. Okay, komm schon. 50 Kills haben wir schon mal am Start. Krank, wie actionreich so eine Runde ist, ey. Ja, Vasing. Ja, natürlich, Digga. Klar kriegst du mich. Mann, ich muss jetzt eigentlich auf den billigen Spawn flippen, weil ich will so keinen Reiniger rausholen, das lohnt sich nicht. Er hat seine Scheiß. Hat er seine Sense in der Hand? Ach Leute, so macht das doch keinen Spaß. Ich will jetzt einfach darüber. Boah, ich gehe jetzt einfach so sneaky, Digga. Das ist. Ja, sneaky, sage ich und schieß direkt. Mann! Guck mal, jetzt gerade spiele ich nur noch, um diesen Reiniger rauszuhauen im guten Moment. Hör doch auf jetzt, Mann! Ja, gib mir den Turn on los, Alter. Mein Gott. Alter, das war's komplett. Ja, ich pack ihn genau dann auch aus, wie so ein Idiot. Ja, Leute, egal. Den nehme ich noch mit, ist mir scheiße. Ja, das war's komplett, okay. Okay, Leute, leider kein Reiniger, aber ich fand die ersten beiden Reiniger war schon geil. Dass man da mal so ein bisschen Kills mitmachen kann und so. Lasst ein Video und Like da, wenn ich mehr Road to BO4 machen soll. Und schreibt mir, soll ich dann Road to Commander daraus machen oder so. Schreibt mir da ein paar Ideen dazu in die Kommentare, die euch so einfallen. Ich würde sagen, Leute, das war es jetzt mal mit dem heutigen Video, bevor ich jetzt hier. Ich habe es geschafft, ohne auszurasten. Das, obwohl ich so viele Tode hatte. Jetzt mache ich noch hier diese Abschlusskette zum Schluss. Das war es wieder komplett. Okay.
Das war eine nice Szene für die Killcam hier nochmal. Alter, 56, 28, Digga. Was ist das für ein Score? War ich jetzt nochmal schön hier die Kills. Haben wir hier schön nochmal ein paar weggehauen hier. Nochmal den ist aus dem Headglitch holen. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.